having the European Open back on the schedule is very important to the European Tour, and you know, it's always been a great tournament. Ich finde es großartig, dass wir jetzt ein weiteres Turnier auf der European Tour hier in Deutschland haben. Es hat 6 Jahre gedauert, aber nun ist die European Open zurück und das mit neuem Sponsor aus Deutschland. Wir haben nach einem Turnier gesucht mit einer langen Tradition und einem tollen Namen und das hat unwidersprochen die European Open mit sich gebracht. If Porsche run golf tournaments like they build cars, I'm sure we're in for a great week. In Bad Griesbach waren die European Open nicht nur erstmals in Deutschland, sondern auch zum ersten Mal auf dem europäischen Kontinent zu Gast. Ich glaube, alle können stolz sein. Ich meine, ich habe mich ja nur bemüht, dass es hierher kam und dann haben die anderen die Arbeit bekommen. Deshalb habe ich so 2 Seelen in der Brust. Was habe ich denen angetan? Den gut 30 Greenkeepern jedenfalls eine Menge Arbeit. Jetzt sind wir so weit, dass wir morgens um 4 anfangen mit den Näharbeiten, damit morgens um 7:20 Uhr abgeschlagen werden kann. Durch den trockenen Sommer waren sie besonders gefordert, um den Platz in perfekten Zustand zu bringen. Die sind mit Elan dabei, dieses erste große Event über die Bühne zu bringen. Für das Orga-Team waren es harte 3 Wochen, aber es hat Spaß gemacht. Und wenn es jetzt fertig ist, dann ist man wirklich erleichtert. Also wir haben 6000 Quadratmeter Village, große Fahrzeugausstellung, einige Aussteller hier. Die Tribünen, alles, was man hier gemacht hat, ist schon beachtlich. Ja. Publikumsliebling und Zuschauermagnet war der Wahlamerikaner Bernhard Langer. Aber auch Golfgrößen wie Graham McDowell, Miguel Angel Jimenez, Hunter Mahan, Carl Schwartzel und viele weitere Spitzenspieler sorgten dafür, dass bereits am ersten Tag über 6000 Zuschauer das Turnier verfolgten. Insgesamt kamen gut 25.000 Besucher, um Golfsport auf Spitzenniveau hautnah mitzuerleben. Der Finaltag gipfelte in einem spannenden Duell zwischen dem Engländer Graeme Storm und Tongjae JD, das der Thai am Ende für sich entscheiden konnte. Der 47-Jährige sicherte sich damit den Pokal und 333.330 Euro Preisgeld. Es war eine gelungene Premiere der Porsche European Open in Bad Griesbach. Und für die kommenden 2 Jahre ist geplant, dass der Tourzirkus ins Rottal zurückkehrt.